So, liebe Freunde, machen wir noch diese Mission hier. Und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Willkommen zurück bei Command & Conquer Renegade. Nur noch mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet. I don't mind. Daka, daka. Auf der Seite auch noch irgendwas? Dann holen wir uns. Danke, danke. Ein Event, in dem Streamer untereinander anfangen, Worms zu spielen. Hier spricht der Gefängniswärter. Im Gebiet der Einzelhaftzellen gibt es eventuell ein Sicherheitsproblem. Alle Was? Verriegeln. Personal auf höchster Alarmbereitschaft. Rettet uns! Rettet uns! Hier gibt es ein Sicherheitsproblem, verstehe ich nicht. Also das einzige Sicherheitsproblem, was ich sehe, sind die ganzen Not-Offiziere, die rumlaufen. Das ist Havoc. Das ist richtig. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um Terror zu veranstalten. Steht ja auch im Namen drin. In meiner Dienstbeschreibung. Verursacht Kopfschmerzen. Steht da so? Gab es eigentlich eine Not-Version davon? Leider nein. Das wäre zu geil gewesen, wenn man auf der einen Seite einmal die GDI-Seite spielt und dann hätte man hier, keine Ahnung, Sakura oder so gespielt. Das wäre richtig awesome. Wir haben einen Ausbruch. Wiederhole, wir haben einen Ausbruch. Alle GDI in der Gegend sind Stufe feindlich. Erledigt sie. Was? Sicherheitsschlüssel der Stufe 2 erhalten. Und doch gar nicht. Gar nichts erhalten. Niemand gibt mir hier Geschenke. Jetzt habe ich etwas erhalten. Du. Alles meins. Das wäre richtig cool. Ich bin auch immer noch dafür, dass es ein vernünftiges Remake von diesem Spiel gibt. Sweet. Ein Bausparvertrag. Hallo. Rettet uns. Ja, ja. Der sitzt hier. Der Typ sitzt hier. Mit all seinen Freunden und futtert. Ja, und ruft dann, oh nein, ein GDI-Offizier rettet uns. Kane lebt im Tode. Au. Darf ich vorstellen, das Himmelfahrtskommando, drei GDI-Offiziere, Kriegsgefangene. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, Süßer, aber im hinteren Bereich des Gefängnisses befindet sich ein Not-Heliport. Würde vielleicht helfen, wenn du ihn sprengst. Schon erledigt. Not-Heliport irgendwo zum Sprengen. Check. Explosionen sind genau das, was ich habe, was ich mag. In dem Bereich oder was? Öppa. Wer schießt denn hier schon wieder, ohne irgendwas zu sehen? Immer diese Leute so ätzend pre-firen. Ja, ja, und dann nicht in die richtige Richtung gucken. Das sind mir die Liebsten. Baut eine Hand von Not auf? Was? Nee, nee, hier wird keine Hand von Not aufgebaut. Baut einfach eine Hand von Not auf. Die gibt's hier auch, ne? Das Honk. Wo? Wo schießt denn hier wieder einer? Ach, da! Der Hubschrauber. Runter damit. Yeah. Ein Schuss über. Bing! Hat gereicht. Renegade verdient echt mehr Liebe. Dieses Spiel ist so gut gewesen, eigentlich. Toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Den Panzer. Hallo! Schießen sich gerade selber ab? Was seid ihr denn für Anfänger? Friendly Fire, was ist das denn? Hallo! Scharfschützen-Typi! Granaten. Bäh! Natürlich, die sind immer zu zweit. Warum denke ich da nicht eher dran?
auf LAN-Partys war. Ja, auf LAN-Partys war das so. Ne, ich hab's damals tatsächlich in der ESL gespielt. Ich war bei Deadly Eye Core. Die haben damals ESL waren wir Platz 2. Bonk. Das war der Trick, wie man damals mit Panzern umgeht, nebenbei. Also wenn man an einen Panzer rankommen wollte, ist man einfach gesprungen. Und dann war man dann nah genug dran und gut ist. Das hat im Multiplayer natürlich auch so funktioniert. Also nicht ganz so gut funktioniert wie jetzt hier, weil natürlich die KI deutlich schlauer ist, wie man sieht. Aber das war wirklich ein Ding. Wenn man gut gesprungen ist, konnte man echt einiges an Schaden verhindern. Quake 3 Arena. Ich fand die Mods zu Quake 3 Arena mega gut. Ich bin kein Gegner, aber danke. Da gab es nämlich so einen coolen Dragon Ball Mod. Mit dem hat man dann die ganze Zeit Dragon Ball Charaktere gespielt und ist durch die Gegend geflogen und hat da rumgeprügelt. War mega nicelich. Und noch geiler war es dann, wenn man den RPG Mod bei Quake 3 dann installiert hat, dass man dann fürs Gegner killen auch noch Erfahrungspunkte bekommen hat. Und dann hat man halt eben so ein Upleveling gehabt. Oh ja, der Dragon Ball Mod, da kennt sich wer aus. Gimme! Ah. Endlich wieder Raketenwerfer Muni. Oh nein, da wurden neue Truppen rangeholt, oder? Wenn so ein Hubschrauber da durch die Gegend flattert, wird das meistens. Und Pancha! Nick, die Wissenschaftler, nach denen du suchst, werden in der Forschungsstation am Ende des Canyons festgehalten. Ich dachte mir, das könnte dich interessieren. Gib mir Deckung. Hallo? Höchst erfreut. Das war nebenbei eine der ätzendsten Missionen bei Renegade, fand ich hier. Mit dem Befreien. Aber auch mit Final Fantasy, das wusste ich nicht. Der muss runter. Hinter mir kommt, glaube ich, fuck, auch noch einer. So, wie gesagt, die Hubschrauber so schnell wie geht vernichten. Ach, was ist da? Dann fahren wir einfach geradeaus durch. Was soll's denn hier? Hier gibt es einen Tunnel. Perfekt. Dann fahren wir den Tunnel lang. Ich glaube, da kommen nämlich weniger Gegner. Ja, Quake 3 hatte viele Mods. Das ist ähnlich wie bei damals Unreal Tournament Classic. Das habe ich nämlich auch sehr, sehr gerne gespielt damals. Generell, es gab früher so viele gute Arena-Shooter. Ich wollte gerade sagen, da flimmert mir doch ein Panzer entgegen. Ich zieh euch das mal rein, das ist
ein bisschen aufgebaut wie na, Walls hier, Map Walls. Quake 3 Arena hat auch Call of Duty angefangen. War das dieselbe Engine oder so? Glaub nicht, dass ich ihn nicht gesehen hätte, du Anfänger. Nick, sobald du da reingehst, bricht die Verbindung zwischen uns ab. Dort gibt es starke Störsignale, die jede Funkverbindung. Von wegen, die Verbindung ist ja immer noch aktiv. Danke für die Unterstützung. Schön, dass du wieder auf der richtigen Seite stehst. So etwas wie diese oder jene Seite gibt es nicht, Süßer. Du solltest das doch schon kapiert haben. Oh, den habe ich gut getroffen gerade. Den Laser-Piu-Piu-Typi. Oder auch nicht. Techniker, Mann. Mach doch mal die Technik aus. Unsichtbare Techniker. Das ist doch... unsichtbare Dudes. Das ist doch auch mal was Erfrischendes. Die kommen jetzt ab jetzt ein bisschen öfter. Die werden uns nochmal richtig nerven. Jo, alles Quake 3 Engine damals. Krass. Das wusste ich nicht. Half-Life hat ja auch so ein paar Dinge. Half-Life war auch grandios. Also auch schon vor Counter-Strike. Zu Hilfe! Eindringling! Hilfe! Redet hier! Außerdem, wer fährt hier bitte schon mit dem Panzer unterirdisch durch die Gegend? So, was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Eindringling! Hilfe! Warte mal, hier war gerade was. Achso, der Typ. Und noch so ein unsichtbarer Typ. Das Miese ist halt eben echt der Feuerschaden, den die Deppen machen hier noch. Der tut halt weh. Ich wollte gerade sagen, ey, da drüben ist ja noch eine Tür. Ne, durch die kamen wir gerade. Half-Life 2, keine Ahnung. Aber Bunny Hop geht in Half-Life 1. Half-Life 2 fand ich eigentlich auch gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Von da kam ich, glaube ich. Ne, von da kam ich. Das, diese Tür hier ist mir noch neu. Ah, Gefängnisblock. Technikermann. Novize, Novize. Ich würde sagen, hier muss doch irgendwo auch einer von diesen... War noch irgendwo einer? Hier drin? Nö. I see nothing. Riesige Gefängnisblock-Irrgarten hier. Die Dinger sollten wir auf jeden Fall platt machen, nicht dass die uns gleich noch entgegenhüpfen. Vermutlich ist der Elektro, ist dieser Feuer... Moment. Da ist er. Vergesst hier auch die ganze Zeit, dass das Ducken auf C ist.
So. Half-Life 2, mega gut, Storyline. Ich weiß nicht, ich fand die Storyline von Half-Life 1, also die Half-Life 1 hat mir einen Tucken besser gefallen, weil bei Half-Life 2 hatten sie irgendwie so diesen, haben sie sich wohl gedacht so, ja, was war das Geilste an Half-Life 1? Richtig, dass Forschungsstation Alpha aus. Ah, da. Richtig, das, was bei Half-Life 1 richtig Spaß gemacht hat, war die Szene, in der man die ganze Zeit mit dem... Zu Hilfe! Eindringling! Hilfe! Mit dem Auto unterwegs war, also nicht Auto, sondern wie heißt das? Mit dem kleinen Zug. Mit dem kleinen Elektro-Töff-Töff. Und ich fand, das war so ziemlich die langweiligste und nervigste Stelle im Spiel. Und das wurde in Half-Life 2 ein bisschen zu weit getrieben, fand ich. Weil du bist dann ständig irgendwie Motorboot gefahren. Dann bist du irgendwie ständig mit dem Auto unterwegs gewesen. Das hat mir echt irgendwann keinen Spaß gemacht. Starship Troopers mit Bugs, das wäre ein geiles Spiel gewesen. Gebe ich dir recht? Na gut, dann fahre ich hier jetzt mal hoch. Oh, wir fahren hier runter. Interesting. Zu Hilfe! Eindringlich! Hilfe! Abwarten. Jetzt. Ich glaube, wir nähern uns jetzt hier langsam dem Stage-Ende, mehr oder weniger dem Stage-Ende. Hui! Reaktionszeit. Hier ist noch so einer davon. Es gab keine guten Shooter, leider. Starship Trooper hätte es verdient. Also, ich finde schon, dass es gute Shooter gab. Fuck, das war zu früh. Also, hier Renegade war ein Shooter, der, fand ich, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Zum Beispiel. Aber was mich irgendwann eine Zeit lang bei Shootern genervt hat, war, dass die zu schnell zu eintönig wurden. Es war dann irgendwie nur noch, nachdem man Half-Life 1 und 2 gespielt hat, war das nur noch Keycard sammeln und Türen öffnen. Nur halt eben immer wieder neu und anders hübsch verpackt. Naja, Renegade war zu den Alternativen in der Zeit halt so 5 Jahre hinten. Das stimmt. Das stimmt absolut. Dass es definitiv hinter der Technik war. Optisch auf jeden Fall. Aber was halt eben Renegade so gut gemacht hat, war halt eben der super starke Multiplayer. Und ich habe das Spiel auch irgendwann gar nicht mehr wegen des Singleplayers gespielt. Weil der Singleplayer war halt eben auch nicht interessant. Und da hätten sie halt eben deutlich mehr Augenmerk drauf setzen können, oder drauf legen können, auf den Multiplayer. Story war so Tutorial. Ja, auch nicht wirklich. Also die Story war halt eben... Man hat halt eben buchstäblich das bekommen,
Was man... Also ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ein richtig dummer Command Conquer Shooter. Und er war halt eben auch nicht... Also storytechnisch war er jetzt nur wirklich richtig miese Grütze. Jetzt gerade eben das Wallclipping. Was war das denn bitte? Aber nichts gegenüber dem Multiplayer. Der Multiplayer, ich heule bis heute nach. Na, dass dieses Spiel kein Remaster bekommen hat, dass dieses Spiel kein, also selbst Earthbreakers, der Werbär hatte mich nochmal angeschrieben, weil ich ja gemeint habe, ey, Earthbreakers war mega cool. Aber wäre mega cool gewesen und wäre so ein bisschen der geistige Nachfolger von Command Conquer Renegade. Wurde eingestellt, weil das Entwicklerstudio zu viel zu tun hat, war die Aussage. Moment. Bin ich jetzt falsch? Ah, hier geht's wahrscheinlich runter. Noch tiefer. Ach, jetzt kommen hier noch die... Kommen hier noch die Mutanten dazu. Okay, ziehen sie es hier an, Cut, also aus... ausblenden. Die deutsche Version war gar nicht an Cut nebenbei. Die deutsche Version hat zum Beispiel so Schreie nicht gehabt. Dafür war immer nur ein Boink. Das war aber so geil, dieses Boink. Das war so Kult, dass es selbst in die, in Renegade X, dem Fan-Multiplayer-Game von Renegade, dann am Ende geschafft hat. Okay, da bin ich raus. Es gab ein kleines Hobbyentwicklerteam, welches... Scheiße. Was kommt von da? Fuck, ey. Ein kleines Entwicklerteam, Hobbyentwicklerteam, welches Command Conquer Renegade, zumindest den Multiplayer, auf Unreal 3 Engine nachgebaut hat. Und das lief auch eine ganze Zeit lang richtig gut und dann haben sie angefangen, eigene Dinge reinzupacken und haben es nicht geschafft, dass die Server vernünftig stabil bleiben und sowas. Es war eigentlich so geil gedacht und dann, ja, wurde es wieder eingestampft. Boah, ey, da duckt er sich einfach weg. So, gleich kommt der nervigere Teil von dieser Mission. Warum speichere ich hier schon mal ab? Hatte dann nicht EA noch gegen Klage gehabt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht, aber wenn, dann würde ich mal gegen Electronic Arts gegenklagen. Wegen Zurückhaltung von geilem Content. Sie lästig. Na toll, dick und doof für Arme. Wer davon wer ist, könnt ihr unter euch ausmachen. Sie hätten einen exzellenten Testkandidaten für das Projekt Regenesis abgegeben. Schade, dass Rafe Shows Schoßhündchen sie aus dem Käfig gelassen hat. Sie mag mich. Was zum... Wo kamen die auf einmal her?
Das meine ich mit, auf einmal spawnen die Gegner einfach hinter einem. Wäre es hinzu bei der Tiberium-Sache geblieben? Auch weiß nicht. Ich fand Alarmstufe Rot auch mega gut. Hätten sie die Tiberium-Sache nicht so halbherzig geführt. Das fand ich eher schlimmer. Also Tiberian Wars fand ich richtig gut. Als Strategiespiel. Was? Von wo? Uff. Das war diese Tür. Jetzt gehen wir natürlich noch durch die andere. Spawnen die vielleicht erst, wenn man die hier... So, wo man nicht mehr bauen konnte, war Ende. Das war generell... Ja, Generals hatte so einen internen Lock, weil die Ressourcen sehr, sehr gering waren. Die haben sich nicht regeneriert. So wie bei den anderen Command Conquer Teilen. Ich fand auch Generals nicht so gelungen, tatsächlich. Kann sein, wobei ich da nicht von einem Mega-Fan-Mate gehört hatte. EA hatte wegen irgendwas mit CNC geklagt. Da es aber OpenRA noch gibt, müsste es Renegade sein. Oh nein. Das kann dann doch möglich sein. Oh, das würde mich richtig ärgern. Das war echt nice. Es sah richtig gut aus. Weil eben Unreal 3 Engine, ne? Dr. Petrova? So. So läuft das also. Warte, es kommt noch viel besser. Braveshaw? Eine neue und verbesserte Version. Wenigstens ist er größer. Ich nehme die Tochter von Möbius mit. Die anderen kann ich nicht brauchen. Hast du verstanden? Schau dich an. Der ultimative Meuchelmörder. Loyal, stark und ohne Verstand. Der lebende Beweis dafür, dass das Projekt Regenesis ein Erfolg ist. Kane wird sich freuen. Sicher doch. Raveshaw ist ein hirnloser Muskelprotz. Ein gewisser Erfolg. Töte ihn, mein Liebling. Aber ganz langsam. So, auch hier. Gleiches Spiel. Oh, Mist. Ah, fuck. Ich bin hier irgendwo an der Ecke. Jetzt springt er da hoch. Oh fuck, was war denn das für eine Animation gerade? Auch den kann man eigentlich one-shotten. Ja geil, Captured in Motion hier. So, jetzt ist er oben. Alles ist gut. Und geschafft. Genau, das ist Unreal Tournament hier. So, got it.
Er kippt jetzt hier runter. Mission geschafft. Okay, gut. Schön, 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 schön. Ja, dann haben wir noch eine Cutscene vor uns. Größe ist wohl doch nicht alles. Wie er cheatet, weil er es normal nicht schafft. Weißt du, wieso cheatet? Ganz mein Mädchen. Wir müssen meine Tochter retten. Wo hat man sie hingebracht? Beruhigen Sie sich, Doktor. Ich rufe Verstärkung. Das ganze Gebäude ist mit elektronischen Störmechanismen ausgestattet. Wir müssen zur Oberfläche, wenn wir ein Signal absetzen wollen. Dann nichts wie raus hier. Ihr wimmelt es nur so von Mutanten, Doktor. Bleiben Sie in meiner Nähe. Hey! Liegt wohl in der Familie. Bleiben Sie in meiner Nähe. Die schlimmste Mission von allen, die jetzt kommt. Aber die erspare ich euch. Tatsächlich. Ich speichere hier einmal ab. Und verabschiede mich jetzt in den Feierabend. Bye. Und Ninja. Peace. Und Nintendo-Fan mit ganz vielen Unterstrichen. Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen. Eine Sache kann ich nochmal kurz machen, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, es gibt noch eine Mission, die ist auch super easy. Und zwar, wenn ihr, ich glaube, tödliches Wiedersehen ist das. Ja, genau. Richtig gut. Passt mal auf. Obwohl, das reicht eigentlich schon von der Entfernung. Das hier ist die Kathedrale, wo wir uns mit den Dead Six treffen. Und normalerweise muss man ja hier durch die ganze Stadt laufen und jeden einzelnen sammeln und so weiter. Oder man teleportiert sich hier einfach hin, läuft die Treppe hinauf. Und da stehen sie alle. Voll die Fake-Mission. Jetzt redet man mit ihm. Und schon. Kann man hier die Post abgehen lassen. Artillerie 1. Ah, das ist der Hubschrauber. Artillerie 2. Das, was ich gerade gemacht habe, ist ein Bug, der aus der Beta im Retail-Spiel noch beibehalten wurde. Und sorgt halt eben dafür, dass man sich die ganze Zeit mit Steuerung und Linksklick quer durch die Map teleportieren kann. So, den Hubschrauber noch. Dich. So, und da drüben sind noch Gegner. Gerade erst runter, sehe ich gerade. Und hier ist noch einer. Man muss auch immer die Karte im Auge behalten. Und jeden Augenblick müssten wir das Ganze hier auch geschafft haben. Fertig. Einsatz erfolgreich. Das war die komplette, keine Ahnung, fünfte oder sechste Mission hier. Easy. Das wollte ich noch kurz einmal zeigen für die künftigen Speedruns, die hier abgehen.